Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Osiris New Dawn. Und wir müssen natürlich noch ein bisschen was bauen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass mir die Chem Station fehlt. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wir bauen die einfach erstmal. So, wo passt du denn hin, du gutes Stück? Hier hätte sie fast gepasst. Hallo? Ich hab dich blinken sehen, du Teil. Ne? Hier passt sie perfekt hin. Das ist doch mal super. Yay! Plöng! So, Chem Station. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen scheiße aus, aber was soll's. Hauptsache, sie kann Dinge herstellen. Weil wir natürlich so Dinge, so Sachen herstellen müssen wie Plastik und natürlich Rubber. Das heißt, ich brauche erstmal Hydrogen und Chlorin in rauen Mengen. Und Carbon-Ingots. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt welche habe. In meiner Kiste. Der Allzweckkiste. Ich habe zumindest Carbon. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal Zeug einsammeln. Denn wir haben hier sehr, sehr viele Quellen in der Nähe. Was ich sehr sympathisch finde, wenn ich ehrlich bin. So, da werde ich gleich mal so einen Gastank hinpacken. Warte mal, erstmal hier hin. So. Und dann gehen wir mal hier zu dem Teil da oben. Lalala, lalala, kleiner Sonntagsspaziergang. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Was bist denn du? Oxygen. Nein, wir brauchen eigentlich kein Oxygen. Was ist das da hinten? Also das Knallgrüne ist der Oxygen. Grün ist gut. Das ist wieder mal so typisch Spiellogik. Grün ist das, was man am tollsten findet. Deswegen, ne? Okay, grün. Das sieht aber auch aus. Nein, das ist Chlorin. Ah, sehr schön. Das nehmen wir nämlich gleich mit. Jawohl, kann man nämlich gut brauchen. Wenn hier jetzt nicht gleich der schlecht gelaunte Wurm vorbeikommt. So. Oh, das gibt auch nochmal Science-Punkte. Geil. Okay. Gebt mir Science-Punkte. Ich brauch sie. Ich brauch sie. Sehr schön. Machen wir mal hier so ein paar von den Dingern voll. So vier oder so, würde ich mal sagen. Und da war schon der nächste Punkt. Sehr schön. Eins geht noch. Oh. Oh, habe ich ihn leer gemacht. Oh, shit. Okay. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da gehen wir doch dann gleich mal hier oben zu diesem lustigen Teil. Oh, was bist du? Bist du Iron? Bist du Iron? Ja, du bist Iron. Gleich mal mitnehmen. Yes. Iron! Iron! Da freuen wir uns nämlich. Pures Iron finde ich nicht so häufig irgendwie. Hohoho. Ich mag meine Nachbarschaft. Die ist sehr sympathisch. Na gut, das ist Base Metal. Aber ich will jetzt eigentlich dort oben hoch zu diesem Teil und gucken, ob wir da noch irgendwas Lustiges rausziehen können. Denn diese Pots haben ja meistens noch irgendwelche coolen Sachen drauf. Eigentlich warte ich ja drauf, dass ich hier bei dem Pot... Rubber, yes, das ist schön. Rubber, den ich nicht herstellen muss, ist sehr sympathischer Rubber. Okay, rutsche ich jetzt hier die ganze Zeit ab oder was? Ich rutsche ab. Das ist ärgerlich. Wire nimmt er mir gleich mit. Schön. Okay. Das lohnt sich immer, diese Dinger auszuschlachten. Gerade schon allein wegen dem Rubber. Jeden Rubber, den ich nicht selber herstellen muss, ist guter Rubber. Ich glaube, das ist jetzt alles hier. Ja. Alles weg. Okay.
Oh, da hinten sehe ich noch ein paar von den Geysiren. Ich denke mal, da werde ich gleich mal gucken, ob ich noch was Neues finde. Denn zumindest haben wir hier noch so ein Chlorinfässchen, das irgendwie gerne gefüllt werden möchte. Und das andere sieht so aus, als wäre es das andere Krams, das wir brauchen. Bei dem ich jetzt vergessen habe, wie es heißt, aber hey. Mein Astronaut weiß, was es ist und was es sein muss. Es reicht. Na komm, nimm die Palme mit, jawohl. Und die leckere, matschige Banane. Mm. So, das sieht doch hier sympathisch aus. Hoffen wir einfach mal, dass hier Nitrogen und das ist Oxygen. Ich wollte doch eigentlich gerne Chlorin haben, aber dann nehmen wir halt... Upsa. Nehmen wir halt Nitrogen hier raus. Immer schön Zeug einsammeln. Science-Punkte abgreifen. Jawohl. So gehört sich das. Ich glaube mal, dass das Nitrogen das Zeug ist, das wir noch gebraucht haben. Wie jetzt? Dafür gab es keinen Science-Punkt. Was soll denn das? Ich brauche das Zeug doch. Mensch. Echt jetzt? Ah. Okay, das sieht schon besser aus. Okay, dieser halbe Kasten ist so ein bisschen, nun ja, nicht so schön irgendwie. Also ich hoffe doch mal, dass ich noch irgendwo ein Teil finde, wo ich das auffüllen kann. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht das Passende. Aber hier können wir zumindest noch ein paar neue Blättchen einpacken. Das gibt dann hoffentlich auch nochmal Science-Punkte. Yay. Man kann nie genug Heilkram haben. Und Punktlandung. Und nochmal Blättchen. Jawoll. Blättchen sind super. So, und dann sind wir schon wieder fast zu Hause. Ich habe nur den Geysir leer gemacht. Das ist ein bisschen doof. So ein bisschen... verdammt. Mano. Jetzt muss ich einen neuen finden, der Chlorin hat. Weil Oxygen haben wir ja. Davon haben wir genug. Brauchen wir heute nicht. Irgendwann demnächst sicherlich, aber heute nicht. Auf die Urchin Shell will ich jetzt eigentlich auch nicht drauflaufen. Wir sind immer so pieksig. Schlecht für den Anzug. Schlecht für den Hintern. Was ist denn dort unten? Das sieht auch nochmal... nein. Ich bräuchte das giftgrüne Zeug. Sieht gerade schlecht aus. Wobei, da hinten ist auch nochmal so ein Ding. Vielleicht ist es ja das, aber ich fürchte fast, dass ich wieder Pech habe und dass das hier Oxygen ist. Na, was bist du? Oxygen. Also normalerweise sollte man sich ja freuen, dass hier so viel Oxygen in der Nähe ist. Hydrogen. Wo ist denn das Chlorin, wenn man das mal braucht? Mensch, was ist denn das für ein Scheiß? Aber ich sehe jetzt hier auch ganz auf weiter Flur keinen Geysir mehr, der das Zeug irgendwie rausschmeißt. Naja gut, vielleicht am nächsten Tag dann. Vielleicht gibt es pro Tag irgendwie nur eine bestimmte Menge, die man holen kann. Damit man das nicht übertreibt oder so. Zumindest hoffe ich das mal. Also das ist halt wirklich so ein Precious Metal, was bist du? Komm, lass irgendwas hin. Hydrogen, nein. Nee, das ist jetzt so ein bisschen blöd. Ich sehe hier nichts Passendes. Okay, dann gehen wir mal nach Hause und gucken, ob wir damit irgendwas Schönes anfangen können. Weil immerhin waren wir ja ganz brav, haben ziemlich viel Zeug gesammelt jetzt. So, wo geht's nach Hause? Da. Ich sollte vielleicht auch mal das Licht anmachen, dann sehe ich vielleicht auch was, wenn ich laufe. Hm. Ja, man soll es nicht glauben, ab und an findet man sogar was, wenn man das Licht anmacht. Es ist so schmerzhaft, echt. Okay, so, du brauchst jetzt was genau?
Chlorin habe ich genug, aber nicht Hydro. Oh, ich muss neue. Ah, verdammt. Ich muss neue von diesen Dingern hier basteln. Das ist so ein bisschen. Und Carbon muss ich hier erstellen. Okay, ich brauche neue Kisten für das Zeug. Ist das lästig. Okay. Halbvolles Chlorin. Das ist natürlich etwas ärgerlich. Jetzt muss ich mal gucken, was ich alles brauche, um neue Barrels herzustellen. Denn ohne Barrel kein Spaß. Wir brauchen Titan und Kupfer. Das müsste ich ja eigentlich hier irgendwo in der Kiste noch haben. Kupfer, genau. Und wo ist das Titan? Titan? Da. Kriegen wir hin. Habe ich jetzt natürlich genau das Falsche geholt wieder mal. Das ist so... Ja... Ich bin richtig gut in sowas. Grundsätzlich immer in die falsche Richtung laufen. Das Falsche einsammeln. Das Falsche herstellen. Egal. So, eins nehmen wir noch mit. Dann haben wir davon eine solide Menge an 400 Stück. Sollte eigentlich reichen. So. Denn mein Grundgedanke ist, dass ich jetzt nämlich erst einmal darauf hinarbeite. Oh, hier sind ja noch Barrels. Gar nicht gemerkt, dass ich noch welche hatte. Haha, das ist doch schön. So, das kommt hier rein. Ich glaube mal, die Bananen esse ich jetzt einfach. Lecker, lecker, lecker Banane. Und wir stellen jetzt nochmal ein paar Bandagen her. Dafür gibt es ja auch Science-Punkte und ich bin ja wirklich scharf drauf, dass ich endlich dieses Ding lernen kann, den Computer, um die Cryptexte zu entziffern. So, 17. Mal gucken, ob das reicht. Bitte, bitte sei genug, bitte sei genug. Ich hätte nur 10 gebraucht. Yes! Sehr schön. Oh, das ist klasse. Jetzt muss ich doch mal eben kurz gucken. Shield Generation ist auch irgendwie schön. Chemistry Table. Okay. Das sind lauter so nützliche Sachen. Das ist mein Mapping. Satellite Dish. Coming soon. Naja, okay. Man kann nicht alles haben. Fabricator. Extremely advanced 3D Printers. That can use nearly any resource. Klingt eigentlich gut. Aber brauchen wir jetzt gerade ja nicht. So, jetzt gucke ich doch mal, was ich machen muss, um hier in der Bude einen Computer aufzustellen. Na, kommst du? Ui. Okay, und er macht jedes Mal schön brav das Licht für mich an. Das finde ich echt sehr sympathisch. Okay. Wo war das Ding jetzt? Ach, schon wieder das falsche Dings angeklickt. So. Das Building Tool. Wo habe ich denn das jetzt hingeschmissen? Da ist es. So, dann packen wir das mal aus und gucken, ob wir hier an die Wand irgendwas Lustiges hin... Ach nee, Blödsinn, das brauche ich ja gar nicht. Haha. Ich muss das Utility hier hin basteln. Oder Furniture? War das hier? Computerdesk. Stahl und Plastik. Ey, leck mich doch. Alles muss man hier irgendwie mit Stahl und Plastik machen. Okay. Tief durchatmen. Gunnar, wenn du das gehört hast... Überhör's einfach. Ich bin gerade ein bisschen frustriert. Frustration ist kein guter Ratgeber, was die Wortwahl angeht. Also, wir brauchen jetzt ganz dringend für das Plastik Hydrogen. Okay. Das ist dieses komisch gelbliche Zeug. Und davon werden wir so viel einsammeln, wie wir nur finden können. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue? Nein. Irgendwo war das hier sogar. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich habe das nämlich mal wieder total verpeilt. So wie ich mich kenne. Was bist du hier unten? Nitro. Okay. Ist das jetzt hier das Hydrogen vielleicht? Ja, sehr schön. Das werden wir gleich mal ausbeuten. Bis zum letzten bisschen. Wir nehmen alles mit. Bis diese... schöne Ecke hier nichts mehr bietet. Und mich mit Science-Punkten zuschmeißt. Jawohl. Okay.
Und ewig farmt das Murmeltier. So. Mal gucken, wie viel ich aus dem Ding rauskriege. Hoffentlich ganz viel. Okay. Also 320 Einheiten kriegt man aus so einem Ding offensichtlich raus, wenn es voll war. Nun ja, könnte jetzt schlimmer sein. Könnte auch weniger gewesen sein. Wir beuten halt einfach mal alles aus, was wir so finden können. Und dann hoffen wir drauf, dass die Dinger wieder zurückkehren. So, du warst jetzt was? Upsa. Ich bin nicht nah genug dran, das ist natürlich so ein bisschen nervig. Du bist bitte... Hydrogen. Ah, nee. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber wenn hier sowieso schon so viel Precious Metal rumliegt, dann kann ich das eigentlich auch gleich mal eben mitnehmen, wenn ich schon mal da bin. Und dürft ihr noch länger dabei zugucken, wie ich auf irgendwelchen Kram rummine. Richtig spannend. Oh, es ist ganz viel Titan und Gold. Yes, Copper. Oh, das ist schön. Okay, kann man brauchen. Was bist du? Auch nochmal Precious Metal, ne? Nehmen wir dich mit. Wenn du hier schon rumliegst, liebes Precious Metal, dann nehmen wir davon auch ganz viel. Du bist auch Precious Metal. Gebt es zu, ihr möchtet alle abgebaut werden von mir. Muhaha. Bin ich der krasse Abbauer hier. So. Okay, das sieht doch hier schon mal sehr viel spannender aus. Was bist du? Auch Precious Metal, Gott. Okay, ich komme mal wieder mit vollen Taschen nach Hause, wie es aussieht. Aber man braucht das Zeug ja. Titan kann ich momentan gut brauchen. Gerade für die ganzen Barrels. Bis ich mal irgendwelche Storage-Fässer für Gas bauen kann, brauche ich das offensichtlich. Ganz viel Gold und Titan. Und noch mehr Titan. Yay. Okay, jetzt gehen wir wieder nach Hause, sonst haben wir uns hier wieder mal vollgehauen. Ach, ist das schön. Lieber Hydrogen, Gazier, könntest du nicht irgendwas Nützliches sein? Irgendwas, was ich jetzt brauche? Naja, aber ich will nicht meckern. Ich habe jetzt gerade das, was ich brauche, sehr reichlich gefunden. Darf man jetzt mal nicht überanstrengend werden. So, komm. Das knallt unter oben. Ist das vielleicht... Schauen wir doch mal, was wir da oben haben. Ist das Oxygen oder ist das Chlorin? Bei dem grünen Zeug bin ich mir nie so ganz sicher, welches jetzt die richtige Farbe hat. Ist das Oxygen? Chlorin, ja! Haha, ich krieg mein Dings voll. Das ist ja mal schön. Okay. Hydrogen. So, das hier ballern wir jetzt mal voll. Wenn wir schon da sind, dann nehmen wir auch alles mit. So. Genügend Chlorin für die nächsten 10 Jahre oder so? Naja, wahrscheinlich eher nicht. So viel Glück habe ich dann doch nicht. Und ich bin schon wieder überladen. Ey, Leute. Überhaupt nicht. Das bildet ihr euch nur ein. Ich bin gar nicht überladen. Geht gar nicht. Überladen ist nicht. Jetzt ist hier schon wieder so komische Parasiten unterwegs. Du läufst woanders hin. Dann muss ich dich auch nicht töten. So. Wir haben es wieder nach Hause geschafft, zu unserem neuen Habitat mit den leider ziemlich hässlichen Dingen, die da draußen rumstehen. Ich sollte vielleicht noch das Carbon anwerfen. Was bist du? Da bist du. Okay. Ich schätze mal, dass ich irgendwie demnächst anfangen muss, auch Carbon zu finden. Das ist so ein bisschen nervig, aber okay. Ist ja jetzt nicht das Thema. Boah, 3 Stück. Wow. Das nennt man ja mal richtig ergiebig hier. Schon etwas schmerzhaft so ein bisschen. Also wenn ich mir überlege, was man da für ein Revenue mitnimmt, das ist echt nicht toll.
Vielleicht muss ich mal wieder in die Mine gehen und gucken, ob ich da noch irgendwelches Zeug abgreifen kann. Wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Das ist so... Ich weiß nicht, das kommt mir immer vor wie bescheißen. Ich weiß, dass man das kann. Und vielleicht ist es von den Entwicklern auch so gewollt, aber irgendwie, das kommt mir vor wie bescheißen. Das ist wie, als würde man immer an der Tür stehen bleiben und von der Tür aus dann auf irgendwelche Viecher ballern und eben total sicher bleiben währenddessen. So. Also, wir können hier jetzt erstmal ordentlich Rubber herstellen und wir können auch Plastik herstellen und das werde ich jetzt zuerst tun. Ich brauche 2 Plastik für den Computertisch. So, gucken wir mal, ob das jetzt alles war. Was brauche ich sonst noch? Stahl, okay. Aber Stahl ist nicht das Thema, denn Stahl haben wir genug. Zumindest hatten wir mal genug. Scheiße. Oh Mann, alles verbraucht. Ja gut, ich habe ja so viele Barrels hergestellt. Ah, no. Wäre ja doch zu leicht, ne? Ach ja. Aber wir kommen voran. Denn der Computertisch ist jetzt nicht mehr weit entfernt. Ich habe hier auch genügend Stahl jetzt. Okay. Nochmal sicher sein, nicht, dass ich wieder irgendwas vergesse. Wo ist denn der Tisch? So. 2 Plastik. Und, okay, passt. Ich sollte das Plastik vielleicht auch noch mitnehmen. Das wäre sehr hilfreich. So, dann bauen wir jetzt aber auch erstmal den Computertisch hier innen rein. Und vielleicht irgendwie einen breiteren Eingang, denn offensichtlich bin ich nicht fähig, den normalen zu benutzen. Plöng. Okay, wo stellen wir denn unseren hübschen Computertisch hin? Ich glaube, wir machen den hier hin. Der gefällt mir nämlich sehr gut. So, Computertisch. Genau, hier hin. Super. Decrypt Station. Was muss man hier machen? No available encrypted cryptex. Okay, die muss ich mir jetzt natürlich aus der anderen Basis wiederholen. Aber wir können sie jetzt benutzen. Und an der Stelle verabschiede ich mich von euch. Wir haben es echt gut hingekriegt. Mir gefällt das super gut. Und so langsam wird das hier tatsächlich so eine Art Zuhause. Oh, ist das nicht schön? Okay, ihr Lieben, macht es gut. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder mit rein. Und dann werden wir mal hier ordentlich encrypten und gucken, was wir für coole Baupläne rauskriegen. Macht es gut bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Bis denn. Und tschüss.